So, unterwegs im Auftrag des D. Hier ist es. Hier ist das Master. Die Master. Alle gesammelten Werke. Bonus-DVD. Hier drauf ist die schöne Musik. Artwork. Und das hier wird es dann sein, ne? Das steht direkt demnächst bei euch in den Läden. Das werde ich jetzt zum Presswerk bringen und dann kann die Produktion anlaufen. Yeah, herzlich willkommen. Da habt ihr es gesehen. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es fertig. Junge, das war noch eine Action. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin meine eigene Plattenfirma geworden. Wir gehen das Album ein bisschen anders an. Ich habe ein Team von Experten um mich herum geschart, mit denen ich das durchziehe. Und die Plattenfirma heißt One Artist. Großartig, oder? One Artist, that's me. Okay, und der Lars, der gerade das Ding im Presswerk abgegeben hat, hatte große Verantwortung auch, zusammen mit vielen anderen. Und jetzt ist das Ding in der Pressung und demnächst im Laden. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Es gibt darüber mehrere Versionen, zum Beispiel eine Special Edition Deluxe mit einer DVD, mit ganz tollem Material. Da werde ich euch nächste Woche noch ein bisschen was, ein kleines Schmankerl vorweg präsentieren. Für heute sei gesagt, Standard, normale Platte, dann mit DVD und Vinyl machen wir auch noch. Kassette machen wir erstmal nicht. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf die Platte ein, weil es ist ja nicht mehr so lang. Jetzt kann ich euch schon mal ein bisschen was zeigen. Zum Beispiel die Songs. Habt ihr im Internet vielleicht schon gesehen, hier oder da sind die Songs jetzt auch schon zu sehen, aber noch nicht zu hören. Und ich kann ja mal vielleicht ein bisschen näher eingehen. Gut, es sind 18 Songs, da gibt es natürlich viel zu erzählen. Achso, ja, wieso ich hier bin, ist der Grund, warum hier wurde die Platte gemacht. Da wurde sie geschmiedet, gehämmert, gebohrt, geklopft, zusammengelötet und hingeschraubt. Okay, nur Spaß. Deshalb bin ich hier, erster Song. Deshalb bin ich hier, Intro. Aber mehr als ein Intro. Kein so 1,5 Minuten Intro, sondern schon ein schöner Song, der erklärt, warum ich hier bin, was meine Mission ist, warum ich die Platte gemacht habe und so weiter und so weiter. Auch da nutze ich die Zeit, um mal Danke zu sagen. Dann Get On Board, erste Single, habt ihr hoffentlich schon gehört. Get On The Party Train, der wahnsinnige Captain, bewahrt die Maschine vorm Absturz, vielleicht. Dritter Song, Keine Panik, in Klammer, der Handtuch-Song, großartig. Großartig, verweist ein bisschen auf die Lösung auf alle Fragen, die 42, Sie wissen schon, Per Anhalter durch die Galaxis, ist da das Überthema. Und ganz egal, was kommt, ich hoffe, du hast ein Handtuch mitgenommen. Wir brauchen dich, Nummer 4, ach, ein wunderschönes Stück. Das ist eine gelungene Mischung aus einer sehr leichten Herangehensweise an ein durchaus ernstes Thema, nämlich wir brauchen dich, verstehst du? Die Leute hier verlaufen sich, verkaufen sich, wir brauchen dich. Aber umgesetzt eher sehr spaßig. Fluss, oh, Fluss ist eine Hymne, Alter. Fluss ist eine Hymne, Fluss handelt von gestrandet sein, wieder aufstehen, sich aufrappeln, erneut angreifen, das Leben mit den Auf und Abs so zu nehmen, wie es ist und dann eben am Ende im Fluss gewesen zu sein. Die Stadt schläft. Die Stadt schläft ist ein Love-Song von mir und meiner Frau. Ein wunderschöner Love-Song. Da hat Tina mitgesungen, ne? Meine Frau. Thank you for the music. Thank you for the music ist so ein bisschen Disco-Track-mäßig. Ihr wundert euch vielleicht, ich habe schon ein paar englische Titel, aber keine Angst, die Texte sind deutsch, die Titel sind manchmal englisch, weil es passt einfach besser. Thank you for the music ist so ein Disco-Ding, wo ich eigentlich stellvertretend für alle mal Danke sage für die Musik, weil Musik ja auch ein wesentlicher Teil meines Lebens ist. Sie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält das Universum zusammen. Rennen, ah, Rennen ist ein geiler Track, Alter. Rennen handelt davon, dass man oftmals am Rennen ist und dann am Schluss ankommt und merkt, dass man jetzt echt gut rennen kann.
Schöner Track. 15 Minutes of Fame. 15 Minutes of Fame handelt davon, dass jeder seine 15 Minuten Fame kriegt, auch in den Castingshows, wenn daraus auch gerne mal 10 oder 5 oder nur noch eine Minute werden, weil man muss ja auch noch Werbung zwischenschalten. Die Leute müssen ja anrufen für einen voten und dann hat der Moderator ja auch noch die ganze Zeit was zu sagen. Aber generell, keine Sorge, auch ihr kriegt eure 5, eure 2, eure Minute Fame. Hat den lustigsten Break der Welt drin, dieses Stück übrigens. Vergiftet im Schlaf. Yeah, Vergiftet im Schlaf ist eine Nummer, wo ich echt mal auspacke. Wo mal der Mittelfinger gezeigt wird an alle, die mit Ignoranz und mit einer Scheiß-Egal-Haltung nachmittags sintflutmäßig durchs Leben gehen. Eine Zeile daraus ist auch gut, dass nach dir Sintflut, ja, nach dir die Sintflut, das Ende kann warten, klar doch, was es bestimmt tut. Ihr glaubt doch nicht noch immer, dass ihr das überlebt, sonst kriegt ihr meinen Mittelfinger hier noch mit auf den Weg. Yeah. Fighter. Fighter ist so ein Song, den habe ich geschrieben als deine Art Personal Trainer. Wenn du am Trainieren bist, auf dem Boden liegst und nicht mehr kannst, dann ist Fighter der Song, der dir sagt, komm, eine Liegestütze noch, auf, that extra push, that little extra push. Ich habe es auch beim Trainieren gehört und es hat funktioniert bei mir. Neophyta ist, anscheinend heißt es die Getaufte, ich bin mir da aber selber auch nicht sicher, der Song hieß so. Und ich habe ihn bis zum Schluss, habe ich keinen besseren Titel gefunden. Neophyta ist ein Song an meine Tochter, den sie verstehen wird, wenn sie Kinder hat. Oder wenn sie 18 ist. Oder vielleicht auch mit 16, aber egal. Einfach das Gefühl von Lieben und Loslassen. Das ist wohl eine der größten Lektionen. Lieben und Loslassen. Charlie Brown. Ich dachte mir, wenn du einen Song geschrieben hast, der Charlie Brown heißt, dann hast du es geschafft. Und ich habe es geschafft. Charlie Brown ist eigentlich sowas wie ein sympathischer Loser. So ein bisschen wie Thomas und die Frauen, aber nicht von mir, sondern von einem, der eben immer Pech hat mit den Mädels. Und da muss man sagen, mach's wie Charlie Brown, Alter. Lach über dich, mach's wie ein Clown, dann klappt das automatisch. Kaum Selbstvertrauen wie Charlie Brown, aber das macht dich sympathisch. Yeah. Ride On ist ein Stück, ein Experiment gewesen, ein geglücktes Experiment mit Good Man Gone Bad, Dr. J, erinnert euch an Rückenwind. Die Jungs habe ich eingeladen und gesagt, komm, lass uns mal versuchen, in 3 Tagen einen Song zu machen. Und Ride On ist aber rausgekommen, geht nach vorne, macht Spaß, ist total geil. Symphonie der Zerstörung, tja, Spitzentitel, total lustiger Song, wie der Name schon sagt, Symphonie der Zerstörung, handelt von dem Ende der Liebe. Der einzige Song, wo auch ein englischer Refrain ist, tatsächlich englisch gesungen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert, aber es kommt geil. Muss man machen. Dann kommt der eine Schlag. Der eine Schlag ist ein klassischer LP-Track, aber nicht zu vernachlässigen. Fängt ganz langsam an, nimmt ein bisschen die Wortmenge raus, indem ich weniger spreche, indem ich auch mal einfach nur die Musik sphärisch wirken lasse, um dann im Refrain aber umso mehr den einen Schlag, der dich trifft, Alter. Pam. Yeah, dann kommt dann alle Hinterbliebenen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das Lied so schnell schreiben würde. Ich hatte den Anfang schon lang. An alle Hinterbliebenen ist ein Lied, das Hoffnung gibt. Das Mut, nee, nicht Mut. Das Trost spenden soll für alle, die jemanden verloren haben. Also ein sehr fragiles Thema. Darf man sich nicht, finde ich, in den Worten vergreifen. Ich glaube aber, das Gefühl, es ist mir gelungen, eine Trauerrede zu halten, die Hoffnung gibt, Mut und Trost spendet. Und dann die Nummer 18, Vergebung, hier ist sie. Weil ich wollte euch nicht mit alle Hinterbliebenen, kann ich niemanden entlassen aus dem Album. Und habe dann somit als letztes auch noch eine Nummer gesetzt, die sehr schwer und nicht schwer, die sehr tief ist. Vergebung, hier ist sie. In Vergebung, hier ist sie, spricht Gott zu seiner Kreation und sagt, was willst du von mir? Vergebung, hier ist sie. Was machst du nun? Einfach weiter wie bisher. Gott ist Liebe, Gott ist Vergebung. Verstehst du? Du brauchst nicht bitten, er wird dir vergeben auf jeden Fall. Das entbindet dich aber nicht von der Verantwortung. Bitte dich ein bisschen darum zu kümmern, was in deinem Leben los ist und nicht so zu tun, als, ja, mein Gott, ja, wer wird mir schon vergeben? Du musst dir selbst vergeben und das bedingt, dass du mit dir ins Reine kommst. Yeah. Und so entlasse ich dann alle aus dem Album von einem lustigen Thomas D. auf einen ernsteren Thomas D. Schöner Bogen, wie ich finde. Keep it up, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns nächste Woche. Der D ist okay.